Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's mit euren Vorschlägen und ich sollte doch mal auf eine weitere Minecraft-Parodie reagieren und das werden wir jetzt tun. Wer, sagt überhaupt noch jemand tun? Also ich, meine Oma hat auch immer, wir tun machen heute Aufwasch. Fand ich immer so übelst geil. Adam, wir sind gestrandet. Und ihr seid gestrandet, doch ich bin nicht gestrandet, denn ich bin in einem kleinen Loch mit Wasser. In einem kleinen Loch mit Wasser. Um unser Überleben zu gewährleisten, wir konzentrieren uns und bauen einen Unterschied. Schau, John, ein Schwein. Es ist wirklich nett. Wow, Hühnchen. Wie unanständig von dir, Hühnchen. Nun muss ich dein Baby zerschmettern. Adam, nehme dich, es ist dein erster Tag am Strand. Aber bitte probier das in Real Life aus. Ich hab's auch schon probiert, ein Ei gegen die Wand zu werfen. Da kommt nichts raus. Da kommt einfach nichts raus. Ich hab so gedacht, ja, man könnte vielleicht, wie bei Pokémon vielleicht, ne? Vielleicht kommt da ein kleines Kügelein raus. Aber nee, kommt nichts raus. Also, hab auch gegen meine Nachbarn geworfen. Seitdem reden die nicht mehr mit mir. Gut, ich hab noch nebenbei gesagt, ich möchte dich jetzt fangen, Relaxo, vielleicht hält die deshalb immer mit mir. Aber nee, find ich ein bisschen schade. Aber wie schon gesagt, probier das bitte zu Hause nicht aus, es kommt nichts raus. Seid gestrandet, doch wir sind nicht gestrandet, denn wir sind in einem kleinen Loch mit Wasser. In einem kleinen Loch mit Wasser. Komm und shake deinen Arsch im Wasser. Yeah, shake it. Yeah, wow. Schick dein Arsch im Wasser. Oh, shake it. Wow, wow. Du kannst dich einfach untöten, erster Tag am Strand. Nee. Oh, bitte, Johnny Boy. Zerstörerisch sein ist gut. Lass es mich demonstrieren. Hühnchen. Federn. Das stimmt nicht, das ist gelogen. Das ist gelogen, das passiert nicht. Ich hab's doch selber ausprobiert hier. Das ist doch hier. Das sind Fake News. Das sind absolute Fake News. Man soll nicht immer alles glauben, ne? Was euch gezeigt wird, das sind Fake News. Ich hab's doch selber ausprobiert, Mensch. Ne? Also nicht, dass ihr irgendwann ein Baby an die Wand werft, ne? Bitte hört mir den Scheiß auf, da kommt auch nichts raus, ne? Halt! Noch mehr Federn! Warum lassen Zombies diese fabelhaften Federn fallen? Oh, Johnny, das ist doch ganz offensichtlich, wenn du so logisch denkst wie ich. Adams logisches Gehirn präsentiert. Fred, den Zombie. Lasst uns Fred kitzeln. Ich stimme zu. Dann ist es beschlossen. Wir werden Fred mit unseren Federn kitzeln. Ich kitzel Fred in den Anus. Ignorieren wir das und kitzeln einfach Fred. Okay, jedermann. Bagels sind köstlich. Seid Leute und seht euch das an. Ein neuer Weg, unsere Federn zu nutzen. Schöne Federhüte. Wow. Yeah. Will denn niemand meinen Bagel kosten? Und am Ende wollte niemand etwas von seinem Bagel kosten. Nee, oder? Was doch, nee. Entschuldigung. Geh klar weiter. Also. Oh, nee. Puh. Geht wieder. Entschuldigung. Da wurde ich jetzt echt emotional. Ich sehe das immer so auch übelst traurig, wenn Leute, also da, wissen die, da geht's. ich muss mal echt lernen, ernst zu bleiben. Ich will euch eine ernste Geschichte erzählen und ich fange dann immer, also, also, es gibt so Leute, die holen sich Döner mit extra viel Fleisch, einen ganz großen Döner, so, und schmeißen die Hälfte einfach weg. Einfach. Und wenn ich das immer sehe, dann geht. Nee, dann bricht eine Welt bei mir zusammen. So. Ich verstehe es, wenn man Kompost wegschmeißt. Ja, aber Fleisch, das ist so. Nee, das ist. Finde ich gut, dass manche Dönerläden Kinderdöner
anbieten. Das Geile ist aber immer, die Erwachsenen, nein, ich bin erwachsen, ich nehme einen großen Döner, weißt du? Holen die sich so einen Döner, zwei Happen, oh nee, oh, heute, zwei Happen, oh nee, nee, ich bin satt, schmeiß weg. Prima, ich beginne so jetzt mit der Konstruktion von unserer allererste Haus. Nein, John, ich will Sachen kaputt machen und sehen, was passiert. Du willst einen Unterschlupf, ich will Sachen zerbrechen. Vielleicht mache ich deine Hütte kaputt. Nein, nein, so funktioniert es nicht. Ist er Troll. Ich werde gehen und Sachen kaputt machen, ohne dich. Und dieser Block wird mein nächstes Opfer. Ich werde dich zerbrechen. Das ist ganz schön schwer kaputt zu machen. Hey, das ich ist glaube, Dings, da ist ein ne? Schatz drin. Ja, Bedrock? Schatz drin nee, sein. Na los, ja? Komm schon rein. John, ich werde reingehen, aber zuerst muss ich diesen Block zerstören. Mit meinen Händen. Es ist mein Job. Ich verpasse diesem Block einen echten Handjob. Oh, sorry, nicht auf die sexuelle Art. Auf die Block zerstören mit Händen Art. Oh. Aber vielleicht die sexuelle Art. Oh? Verarscht. Oh, ich zerbreche. Wie geil. Ich zerbreche. Kein Schatz. Kein Schatz. Boah, Alter. Was ist diese Welt? Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Wir lassen uns nicht von dieser Welt zerstören. Wir zerstören dich. Das denke ich mir aber auch sehr oft im echten Leben. Ich gucke aus dem Fenster raus und denke mir so, Alter. Also, träume ich oder... Also, ich wundere mich echt, dass ihr noch kein Dino vorbeigelaufen ist, ne? Also, allein schon die Leute sind hier, die gehen total steil, ne? Also, alle in an der Waffel. Also, ich wundere echt nicht, dass hier irgendwelche Dinos kommen. Oder Dinos geritten werden mit MGs und hier alle abschießen. Gab's doch mal so ein Dino-Spiel? Ich glaube, das waren da irgendwie so Zombie-Nazis oder sowas mit den Dinos. Block für Block. Das ist ein köstlicher Bagel. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Hast du mir etwa nicht geglaubt? Wow, 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 wow. Nein, ich glaube dir nicht. Okay, das war cool. Das war ein Schmänkel. Ihr Typen seid gestrandet, doch ich bin nicht gestrandet, denn ich bin in einem kleinen Loch mit Wasser. In einem kleinen Loch mit Wasser. Es funktioniert auch nicht, das habe ich auch immer dann nach Minecraft-Spielen versucht, wenn man einen Baum fällt, ne? Man bringt nichts. Also ich habe da so oft jetzt schon gegengehauen und ne? Der kippt einfach nie um. Die Leute gucken schon, weil der Baum nie umkippt. Also die gucken nicht mich an, von wegen was für ein Idiot, die gucken so, oh, warum kippt denn der Baum nie um? Der schlägt doch dagegen. Das hat er doch in Minecraft gelernt. So ist es doch heutzutage. Man schlägt doch gegen Bäume. Ja, aber passiert einfach nichts. Vielleicht falsche Technik oder sowas. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bitte schmeißt nicht eure Eltern oder sowas gegen die Wand, um zu hoffen, dass da ein Küken rauskommt oder sowas. Das ist nicht gut, meine Freunde der Sonne, meine lieben Kinder. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten... bin ich doof? Hab ich doch gerade schon gesagt. Ja, guckt bitte das Original an. Ganz oben verlinkt. Checkt diesen Kanal aus und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.